Karin deine Hühnerstall-Namensliste ein. Es läuft mir hinterher! Oh mein Gott, ich sterbe, das ist so süß! Zipfarbener Webteppich. Komm mit, mein Gackeri. Oh, es ist so süß. Ich sterbe. Geh weg. Ich muss mein Gackeri eintragen. Wo geht's nach Hause? Okay. Hier lang. Das hat sich einfach hier hingeportet. How cute. Ah, okay. Laune unsicher. Füttern, ermutigen, frische Luft. Wo ist das Vieh hin? Hallo? Wo ist das? Ist das in den Hühnerstall reingegangen? Baue einen Pflanztisch um. Oh, hallo. Oh mein Gott, das ist so süß! Und wie fütter ich die? Langlebige Pflanzen zur Herstellung und als Futter für Kleintiere. Gefütterte Tiere bringen die am nächsten Tag Erträge. Die Tiere fressen am Ende des Tages aus dem Trog, es sei denn, sie haben bereits auf der Weide gefressen. Oha. Okay, Maxi, du kannst keine... Oh, okay. Okay, cool. Oh, das ist ja mal richtig nice. Oh, ist das süß. Oh mein Gott. How cute. Ui. Das ist so cool, ne? Leute, ich sterbe. Baukatalog. So. Eine Erfindung, mit der man verschiedene energiereiche Getränke brauen und mixen kann. Lockmittel für Tiere. Ein unterwiderstehliches Lockmittel, das die Tiere in die Nähe des Bauernhofs anlockt, damit sie nicht umherwandern. Das ist so cool. Okay. Man kann eine Umzäunung machen. Pfade. Oh mein Gott, das ist so cool, ne? Der perfekte Korb für ein Mahl im Freien. Darin können viele köstliche Dinge aufbewahrt werden. Eine Erfindung, mit der man... Okay. Wozu brauche ich? Ich werde irgendwann brauchen wahrscheinlich. Und was kann ich jetzt damit? Oh mein Gott, wie cool! Ich kann Eistee machen und Grüntee. Oha! Es ist so toll. Ich sterbe gerade 10.000 Tode, weil das so toll ist, ne? Leute. Es ist so toll. So cool. Oh, ich komme aber gar nicht klar, ne? Das ist so toll hier. Es ist vor allem auch so niedlich einfach.
Das ist so cool. Das ist definitiv, kehre zu Aline zurück. So, dann kehren wir mal zu ihr zurück. Entschuldigung, ich wollte dich nicht vergraulen. I'm sorry. Es ist einfach so toll. Ich, ja. Wo ist sie denn? Ach, da. So, Aufgabe einlösen. Wieder einmal ein gutes Geschäft gemacht. Ich wette, dein neues Gackeri ist überglücklich, bei dir zu wohnen. Ich werde die Tage wieder Stardew Valley mit meiner Schwester anfangen. Mega Bock drauf. Ja, klingt doch cool. Also Stardew Valley zum Beispiel ist auch so, das kann ich ein bisschen spielen und dann wird das voll langweilig. Vergiss nicht, ihm viel Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken. Vielleicht kannst du mit ihm zu Eddie gehen und ihn fragen, wann er das letzte Mal mit einem Fisch Gassi gegangen ist. Ha! Jetzt, wo du dein kleines Gackeri hast, wird es Zeit, dass du mit meiner Schwester sprichst. Die liebe Loretta da drüben freut sich schon darauf, dich kennenzulernen und dir ein Ohr abzukauen. Okay. Nebenaufgabe. Willkommen zurück. Dein Gesichtsausdruck verrät mir, dass du ganz wissbegierig bist. Du möchtest lernen, wie ein Gackeri zu sprechen. Ehrlich gesagt bin ich nie auf die Idee gekommen, so etwas zu versuchen. Aber mit einem freundlichen Winken kannst du ganz einfach jedes Tier herbeirufen, ob groß oder klein. Das geht am besten mit dem Winken-Emote. Oh mein Gott, es gibt Emotes. Leute. Wann immer du dich in der Nähe deiner Bauernhoftiere aufhältst, kannst du sie mit diesem Emote zu dir rufen. Hast du Lust, das auszuprobieren? Das ist die richtige Einstellung. Mach dich auf den Weg zu deinem Bauernhof und benutze dein Winken-Emote in der Nähe eines deiner registrierten Bauernhoftiere. Oha, das ist so cool. Stardew könnte ich gefühlt jahrelang zocken, vor allem wenn ich wieder modde. Nee. Nee. Das ist so süß. Hallöchen. Es ist so schön, dich zu sehen, Saika. Ich werde dir beibringen, wie man Tiere füttert. Das dauert nur ein paar Minuten und bestimmt hast du genügend Zeit dafür. Du hast dein erstes Tier gekauft. Was nun? Jetzt musst du deine Tiere füttern. Wenn du deine Tiere rauslässt und es in der Nähe Weideflächen gibt, werden sie dort nach herzenslust Gras fressen. Wenn es nicht genug Gras zu fressen gibt, pflanze einfach welches. Aber sogar in Azoria ist nicht jeder Tag ein guter Tag für die Tiere. Einige von ihnen bleiben lieber drin, wenn es regnet oder schneit. Aber wer kann es ihnen verdenken? An solchen Tagen solltest du deine Tiere mit Futter füttern. Leg es in ihren Trog und deine Tiere werden es auffressen. Verschiedene Tiere mögen verschiedene Arten von Futter. Also versuche, alle möglichen Arten von Unkraut und Gras zu sammeln. Wenn du bereit bist, jäte etwas Unkraut, um Pflanzenfasern zu gewinnen. Wirf sie dann in den Trog in deinem Hühnerstall. Habe ich schon gemacht. Du lernst schnell, Saika. Ich kann jetzt schon sagen, dass du auf dem Bauernhof fantastische Arbeit leisten wirst. Ich bin froh, dass Eddie dich zu uns geschickt hat. Seit er das Familienunternehmen verlassen hat, um zur See zu fahren, sind die Dinge zwischen uns ein bisschen kompliziert. Eddie hatte schon immer seinen eigenen Kopf, aber er hat ein gutes Herz und wird andere immer an erster Stelle setzen. Du solltest ihm von deinem neuen Gackeri erzählen und richte ihm aus, dass seine Schwestern ihn lieben. Die sind so süß. Kann ich das Wollhäschen eigentlich auch kaufen? Geht das dann auch in den Hühnerstall oder leben die einfach draußen? Das wüsste ich gerne. Aber denke, dass du Faye vom lieben wirst. Du magst ja auch Wildflowers. Wildflowers ist Liebe. Pure Liebe.
Okay. Wenn du solche Fragen stellst, weiß ich nie, ob ich antworten soll. Doch, darauf kannst du ehrlich gesagt antworten. Das wüsste ich halt schon gerne. Ja, ich zum Beispiel finde Wildflowers absolut... Naja. Ja, aber es ist ja auch ganz gut, wenn man unterschiedliche Geschmäcker hat, ne? Also, ja. Ich liebe Wildflowers. Das ist einfach super cute und das ist super schön. Ja, die Hasen kommen mit in den Hühnerstall. Alles klar, dann kann ich das ja jetzt kaufen. Ich kann noch mehr Kakaris kaufen. Oha. Okay, wie soll ich mein Wollhäschen taufen? Oh, scheiße. Okay, Wollhäschen. Obwohl, das nenne ich Hack. Komm, das ist, ja, bei mir muss ein Farming-Sim nicht cute sein. Es muss viel Abwechslung bieten. Ein Grund ist, sehr lange zu spielen, eine gute Story, halt viel, viel Abwechslung. Hier abends immer so ein bisschen Energie rumfliegt, finde ich auch cool. Oh, du bist so süß, ich sterbe vor Cuteness. Oh, das ist schon reingegangen. Okay. Und die NPCs in einem Farming Sing müssen Tiefe besitzen. Ja, das ist bei Wildflowers ist das. Oh, wie die Haie machen. Oh mein Gott, das ist so süß. Also bei Wildflowers, da haben die alle Tiefe. Und wie gesagt, es ist halt. Ne? Es hat auch eine wunderschöne Story und ja, also. Ich finde, da kann man eigentlich nicht meckern. Eine Sandkrabbe. So, wir gehen mal ein paar Sachen verkaufen. Weil ich so, ups. Sehr sehr in einer Bildung nach 8-mal bewässern, einen Blumenkohl zu erhalten. Großzügiger Dünger. Cool. So, wir pflanzen jetzt noch mal ein bisschen. Die mich komplett abschreibt. Wo ich mega sad war, war Cornucopia. Sah sehr interessant aus, aber das zweieinhalb. Da hat mich fast so. Achso, ja.
Ja. Boah. Aua. Was hast du denn für Grimassen? Was ist falsch mit dir? So, wir machen jetzt noch ein bisschen Arbeit hier. Und dann gehen wir noch mal eine Runde pennen. Tja. Ja, keine Ahnung. Also, ich, muss es mir mal angucken. Haha, hi! Wenigstens habe ich jetzt gecheckt, dass es nicht meine Katze war. Kraha! Naja, wir sind müde, ich weiß. Ja, schlafen. So, wir machen immer schön viel Geld, das finde ich gut. Wobei, ein bisschen wenig. Überprüfung abgeschlossen. So, wir gucken mal. Okay, wir haben gerade kein Dings mehr. Müssen wir füllen. Und dann machen wir hier weiter. Das wird alles wunderschön werden. Ich schwöre, ich liebe dieses Spiel. Jetzt schon. Oh, meine Babys kommen raus! Hallo! Na, ihr Süßen! Ja, ich weiß, die ist leer. Guck mal, meine Babys sind da. How cute you are! Bürsten. Oh! Tierpflege 2. Da liegt einfach ein Ei. Wie cool. Jetzt sind die neugierig, die beiden. Okay. Das ist so süß, ne? Ich sterbe einfach. So süß sind die. Hi. Kann ich das da oben zur Weide irgendwie umstellen? Warte. Kann ich das nicht irgendwie... Ups. Okay, das war ein Versehen. So, dann können die nämlich jetzt... Warte. Hier. So, ein bisschen rumlaufen, weißt du? Gehst du aus meinem Blumenbeet raus, du kleiner Frechdachs? Komm mal her, ich bürste dich nochmal. Geht ihr aus dem... Sag mal, was? Frech? Frech? Frech einfach. Was macht ihr denn da? Mein Herz. So, ich habe noch 4 Plätze. Das heißt, wir holen noch 2 Wolldinger und 2 Gackeries. Das klingt nach einem Plan, oder? Wir holen uns da noch welche. Wir haben ja genug Geld. Wir können es uns leisten. Oh mein Gott, die sind so süß. Ich schwöre, ich könnte die fressen. Hallo, ich möchte noch mehr kaufen.
Es ist so süß, ne?